Cristiano Ronaldo muss einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften. Eines seiner Babys ist gestorben. Im Oktober 2021 verkünden der Profikicker und seine Liebste Georgina Rodriguez, sie erwarten erneut Nachwuchs. Nach ihrem gemeinsamen Töchterchen Alana dürfen sie sich über Zwillinge freuen. Die zwei bekommen einen Jungen und ein Mädchen, offenbaren sie damals stolz auf Social Media. So wie sie ihr großes Glück auf Instagram zeigen, teilen sie nun auch diese schmerzlichen Nachrichten. Cristiano und Georginas Zwillingssohn ist verstorben. Sie finden rührende Worte für ihren Verlust. In tiefster Trauer müssen wir mitteilen, dass unser Sohn gestorben ist. Es ist der größte Schmerz, den Eltern fühlen können. Nur die Geburt unserer Tochter gibt uns die Stärke, diesen Moment mit Hoffnung und Freude zu durchleben. Was genau passiert ist, behält das Paar für sich. Sie bedanken sich im gleichen Zuge bei den Ärzten und Krankenhelfern für die fachkundige Betreuung und den Beistand. Wir sind alle am Boden zerstört über den Verlust und bitten um Privatsphäre in dieser schweren Zeit. Unser kleiner Junge, du bist unser Engel, wir werden dich immer lieben. Unter dem Beitrag sprechen zahlreiche Fans, aber auch bekannte Gesichter ihr Beileid aus, unter anderem der Fußballer James Rodriguez. Der Kolumbianer kommentiert: Ich wünsche dir und deiner Familie Kraft. Auch der Fußballverein Manchester United, für den Cristiano seit vergangenem Jahr spielt, meldet sich zu Wort. Dein Schmerz ist unser Schmerz. Wir schicken Liebe und Kraft an dich und deine Familie in dieser Zeit. Noch vor wenigen Tagen teilt Georgina Bilder von sich, auf denen man ihren Babybauch sehen kann. Und versehrt die Fotos mit dem Hashtag Dankbarkeit. Zu dem Zeitpunkt scheint sie ihre zwei Babys noch im Bauch zu tragen. Wie sehr sich der Portugiese und die Spanierin auf die Kinder freuen, präsentieren sie ebenfalls noch vor wenigen Wochen regelmäßig im Netz. Ob auf diesem Babybauchbild oder auf niedlichen Familienschnappschüssen. Die Vorfreude auf Cristiano und Georginas Gesicht ist kaum zu übersehen. Familie scheint für die zwei einfach alles zu sein. Der 38-Jährige bringt bereits drei Kinder in die Beziehung mit, um die sich seine Freundin liebevoll kümmert. Auch die Kleinen konnten es wohl kaum erwarten, ihre Geschwister kennenzulernen, wie auf diesem Pic deutlich ist. Seelischen Beistand bekommt Cristiano auch von seiner Schwester Katja Avero. Im Netz schreibt sie: Ich liebe euch, mein Herz ist bei euch. Möge Gott euch beistehen und euren Weg stärken. Auch wenn der Tod ihres Sohnes wohl nur schwer zu verkraften ist, scheint zumindest die Geburt ihrer kleinen Tochter Cristiano und Georgina Halt zu geben und den Schmerz etwas zu lindern.